Servus, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kümmern wir uns weit um die Karosserie, also alles, was kommt vor Lack entfernen und was war es noch? Lackieren, grundieren. Ja, wir werden zum einen, das machen wir heute, die VW-Sticker entfernen. Ich weiß, sie sind zwar schön, aber so jetzt auch nicht wirklich, also mit dem Zustand, weil die sind schon wahrscheinlich einige Jahre schon da dran. Und ja. Und ich habe. Moment mal, was ist denn das da oben? Ich glaube, da ist Rost hier an der. Kann sein, dass hier am Scheibenrahmen hier oben. Ich weiß nicht genau. Sieht man. Nicht so gut. Sollte. Ist bestimmt Rost, aber. Wo auf jeden Fall Rost ist, ist hier drinnen. Das werden wir auch noch wegschleifen und. Ich habe es ja bestimmt schon bemerkt, schon am Anfang des Projekts, und da eine Motorhaube fehlt. Komplett. Die werden wir irgendwie bauen. Gucken wir mal. Aber ich hätte gern eine Motorhaube für den. Für Dragster fände ich irgendwie geil. Ihr habt ja bestimmt die Fenster gesehen, wie die waren. Dass man so eine Art durchsichtige Motorhaube macht. Und dann. Was ich auch auf jeden Fall mache. Den, ja, wie ist das nochmal, das Abschlussblech, was da hinten war, das möchte ich so irgendwie umbemalen, dass das aussieht, als ob da, wie ein Motor halt, also wie ein standardmäßiger VW-Motor. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, und zwar indem wir das Auto das Auto nicht schaden können, aber dabei die Sticker entfernen können, wäre das ein bisschen nass zu machen. Hierbei braucht man jetzt kein extra heißes Wasser. Dann nimmt man sich einen Schraubenzieher und dann kratzt man da drunter. So. Vielleicht nachher nochmal die Überreste mit dem heißen Wasser wegmachen, aber so grob an sich, ja, kann man das so wegmachen. Und das sogar in einem Zug. So. Heute sind wir mal wieder in meinem Zimmer und nicht in der Garage. Im letzten Video waren wir eigentlich immer in der Garage. So. Das war's soweit hier. Fast. Wir müssen halt noch die ganzen Klebereste wegmachen. Ja, das geht jetzt auch so weg. Machen wir gerade noch die Klebereste weg. Weil so an sich geht das. Ja. Bisschen klebt er noch dran. Das haben wir aber jeden Moment runter. Und das mal so grob, damit man das mal geschafft hat. Lackiert wird aber erst nächstes Jahr, weil am 13. wollte ich so ungefähr die Motorhaube bauen. Also bis zum 13. mal gucken,
muss mir was überlegen, wie ich die Motorhaube baue. Und dann ist ja Weihnachtszeit. Zum einen hat Luca noch Geburtstag, dann ist ja noch Weihnachten, erster, zweiter Weihnachtstag, und er würde schon gerne hier besonders am Käfer machen. Und dann darauf folgt auch schon wieder Silvester, aber am zweiten geht es dann weiter direkt mit Lackieren. Nee, mit Lack entfernen. Ich werde euch noch nicht wirklich erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber wenn noch nicht, dann erzähle ich es auch noch nicht. Auf welche Art und Weise wir den Lack entfernen werden. Wir werden es diesmal. Ja, sonst sind wir es eigentlich immer gewohnt, mit Schleifpapier drüber zu gehen und den Lack komplett abzuschleifen. Das hat ja eher weniger was gebracht. Das sehe Milka-Käfer-Projekt. Ich zeige euch, der Milka-Käfer ist an sich schön geworden, aber wenn man auf den zweiten Blick gibt, oder auf den dritten Blick näher ranguckt, dann wird man auch schon sehen, da ist etwas, ja, also, das wurde halt nicht so schön, sagen wir mal so. Ich kann euch ja nachher nochmal die Unebenheiten zeigen. Also dort, wo geschliffen wurde, war halt minimal tiefer. Deswegen mache ich das so und möchte es möglichst verhindern. So, jetzt haben wir auf dem Dach eines dieser VW-Zeichen oder D-Sales-Logos, dass sie ausgerechnet jetzt bohren müssen, während ich ein Video mache, ist auch nicht wirklich schön. Aber wir versuchen es möglichst zu ignorieren. So. So, das hätten wir eigentlich gleich schon wieder, ne? Okay. Gleich haben wir es schon wieder hier geschafft, den Lack runter zu peddeln, zu kratzen, wie auch immer. Machen wir noch ein bisschen nass hier. Dann geht das Ganze viel leichter ab. Ich muss mir auch irgendwie ein bisschen Gedanken über das System schon machen, wie wir das Ganze mit Elektrik machen. Weil, wie wir gesehen haben im ersten Video, das sah alles viel komplizierter aus, wie gedacht oder wie ich in Erinnerung hatte. Ich habe den ja schon mal zerlegt gehabt, um den Rost am Unterboden so grob zu entfernen. Das heißt, es war nur am Unterboden und nicht oben drauf in der Batteriebox. Da hat sich ja noch Rost angesammelt, mittlerweile an der Karosserie. So. Geht es ein bisschen schwerer wie auf der Tür, aber es geht wenig.
Wir sollten froh sein, dass es geht. So, soweit war es das. Der ganze Lack kommt ja runter, wenn wir diese andere Methode ausprobieren. Ja. So, jetzt entfernen wir den Rost am Scheibenrahmen oder an der Regenrinne, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist eigentlich an beiden Teilen. Anderswo habe ich jetzt auch keinen Rost auffinden können. Wobei, ja, stimmt. Ich glaube, hier am Kotflügel ist auch immer ein bisschen. Aber nicht allzu viel, dass wir das Rost zumindest mal entfernen. Und hier unter der rechten A-Säule, da hat sich Rost gebildet. Ich hole mal jetzt Schleifpapier. Und dann werden wir das Rost behandeln. Doch hoffentlich. So. So. Hier noch ein bisschen Rost. Ja, es macht sich bemerkbar, dass es Rost ist. Also, da kommt auch wieder das blanke Blech auf. Darf ich nachher schon wieder drüber grundieren? Also zumindest von innen, die Stelle grundiere ich mal. Von außen wollte ich noch nicht so viel grundieren. Ja, nehme ich schon den ganzen Lack wieder mit. Aber ich mache es jetzt nur mal an der Regenrinne, gerade mal so. Dadurch, dass hier nur Rost ist. So. Ein bisschen Rost ist da noch. Naja. Regenrinne. Ach so, was, dich brauche ich gar nicht mehr, ne? So, tschüss, ganz beiseite. Ja, am Kotflügel meinte ich schon noch ein bisschen, ne? Machen wir mal hier noch am Kotflügel. Vorne links. Das sollte auch normalerweise ein bisschen was sein, oder? Zumindest nach meinen Beobachtungen sehe ich das als Rost. Unten ist nur ein Lackschaden. Das sind so kleine Eckchen, wo anfängt zu rosten. So kleine Ecken sind das. Das hat man eben nur auch schon wieder fertig. So, dann kümmern wir uns mal um die große Roststelle an der Karosserie. So, hier dürfen wir jetzt mal so richtig schleifen. Also diese Stelle werde ich auf jeden Fall heute noch grundieren, damit er nicht mehr nachrostet.
Ja, sieht ja auch gar nicht mehr so verkehrt aus, ne? Man könnte theoretisch das ganze Handy da reinstecken. Mache ich aber nicht, da ich es leider noch brauche. Tu's mal weg. Ich schwöre es, ey, nach der Restauration kann ich wieder den ganzen Tisch wieder aufräumen. Und deswegen wollte ich das auch nicht mit Schleifpapier machen. Die Karosserie entlacken, sondern diesmal mit einer anderen Methode, nicht mit Schleifpapier mehr oder allgemein nicht mehr schleifen. Also ist eine, da muss man ein bisschen warten. Ich habe das auch schon mehrmals gesehen, also es funktioniert auch bei Modellautos, selbstverständlich. So, das werde ich mir holen. Oh, und sehe hier gerade unterm Kotflügel und hier. Abschlussblech sind weitere Roststellen. Das beheben wir, selbstverständlich. Also Dinge, die habe ich am Anfang der Restauration nicht gesehen. Klar, weil die halt innen liegen, aber oben das hätte man, da habe ich gedacht, das sei ein Lackschaden. Ja, ein Lackschaden ist das auch, aber Rost noch zugleich. Ja. Sieht auch zumindest besser aus. Alter, irgendwie sieht das aus, als sei es von außen, aber es ist von innen. Das da ist außen. Da ist noch das schöne Orange. Bei allzu schön ist es auch nicht mehr, ne? Sind wir alle mal ehrlich. Aber ich guck mal hier, ob da sonst noch irgendwas an Rost ist. Weil noch können wir es dann beheben, wenn Rost auffindbar ist. Aber ich sehe hier keinen Rost. Hier ist zwar noch ein bisschen, aber da grundiere ich jetzt einfach mal drüber. Zumindest an so großen Stellen wie da oben oder da. Also an der A-Säule oder am Kotflügel hinten. Da werde ich noch jetzt grundieren. Ja. Aber an sich sehen wir uns dann, wenn wir die Motorhaube bauen. Es wird ein bisschen dauern. Weil ich muss erstmal noch überlegen, wie ich überhaupt die Motorhaube baue. So, Motorhaube gebaut, Projekt zu Ende, Ende Ausschluss. Nee, Spaß. Selbstverständlich bauen wir sie nicht aus Holz. Ja. Gucken wir mal, wie wir eine Motorhaube hergezaubert kriegen. Ja, wir sehen uns, wenn wir an der Motorhaube sind. So, es geht weiter mit dem 1964er Käferprojekt. Es kommt alles in einem Video übrigens. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Woche circa später. Es ist mittlerweile im Neujahr und morgen wollen wir lackieren. Und ja, wir haben jetzt in diesem Video haben jetzt die Vorarbeiten gemacht oder machen die restlichen Vorarbeiten jetzt noch. Ja. Wie ihr wisst, fehlt diesem Ding eine Motorhaube. Jetzt nicht mehr. Die ist zwar nicht allzu schön, aber ich finde die in Ordnung und die passt auch einigermaßen. Damit werden wir arbeiten können, oder? Also,
Lasst euch nicht so sehr von dieser Farbe hier ablenken. Der wird ja eh noch lackiert, wie gesagt. Deswegen holt sie jetzt voll im Lackieren gemacht. Scharnier haben wir auch. Das heißt, das wird eine auf und zu machbare Motorhaube. Wir müssen noch ein bisschen gucken mit dem Heckfenster. Das ist alles in Haut, ich hole das am besten mal. So, das ist das Heckfenster. Und setze das hier und da mal ein. Ja, und ich müsste jetzt nicht so lange um den heißen Brei herumreden, sondern ich fange im besten Fall auch direkt mal an. So, ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Anschleifen, damit der Lack auch morgen haftet. Und zwar schneiden wir uns hier mal ein Stück Schleifpapier aus. Was extra Feines, glaube ich, war das, also auf jeden Fall das, um den Lack anzuschleifen. So, machen wir erstmal. Bisschen anschleifen. Ja, die Grundierung, naja, nicht wirklich empfehlenswert. Ich weiß, normalerweise wollte ich das mit was anderem machen, und zwar wollte ich das mit einem Paint Stripper machen. Das ist, also das ätzt den Lack auf. Dann kann man das nachher mit der, keine Ahnung, mit der Zahnbürste oder sowas, kann man das runter machen. Also einfach. So. Mal ein bisschen von innen. Ich weiß, ihr seht nicht wirklich viel. Aber ja, viel gegen machen kann ich da leider Gottes nicht. So viel zum Thema Anschleifen. Ich würde sagen, das ist jetzt erledigt. Wir sehen uns, wenn wir uns um die Motorhaube kümmern. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir kümmern uns um die Motorhaube. Um dann nachher besser sehen zu können, wie wo was hinkommt, haben wir uns hier die Heckscheibe zum Vorschein genommen, weil hier sind die Dinger, die man umklappen sollte zum Befestigen der Heckscheibe. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, ob da überhaupt ursprünglich mal eine Motorhaube mal verbaut war. Es sieht zumindest danach aus, weil ich zeige euch gleich mal, dass so ein Häkchen drin ist, ein kleiner Haken. Ob das was damit auf sich hat oder ob das keine Ahnung woher kommt. Ja. So, Heckscheibe ist drin. Wobei, alles gut, die bauen wir nachher natürlich nochmal aus. Achso, Motor muss noch anschleifen. Das ist, wäre auch etwas, was man nicht übersehen sollte. Also es wurde mit so einem 3D-Stift gemacht, hier die Motorhaube. Und dann, ja, nochmal mit einem Feuerzeug glatter gemacht. Und so sieht es soweit aus. So, angeschliffen ist das auch schon mal. So, also Scharnier, ich weiß nicht, ob das man das wirklich machen muss. Machen wir einfach. So, weil wir es einfach können. So, das war's. Schluss, Ende aus. So, dann wollen wir gucken, wie wir das mit dem Scharnier machen. Ich habe schon ein bisschen geguckt und ich sag nur so, das könnte ziemlich gut aussehen. Ich habe auch nicht vorgehabt, also hier nochmal. Deswegen befürchte ich, dass da mal eine Motorhaube dran war. Das wurde dann wahrscheinlich so eingehangen. Da drin war, keine Ahnung, so ein Lichtlein oder sowas. Keine Ahnung, was da drin verbaut war. Könnt ihr ja mal in der ersten Folge gucken. Da seht ihr, wie das Auto vorher ausgesehen hat.
So, ich glaube, die Teile damit, womit das Scharnier auch eigentlich funktionstüchtig ist, kommen rein. Motor, Heckscheibe bleibt erstmal drin. So. So. Irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen, vorher die Scharnier ordentlich zu platzieren. Ich guck mal, wie ich das richtig platziere, und dann sehen wir uns, wenn ich es richtig platziert habe. Also, ich habe mir jetzt einen Plan gefunden, wie wir das machen. Und zwar habe ich jetzt mal hier die Heckscheibe wieder rausgenommen. Und zwar kommt die Heckscheibe über das Scharnier. Dann wird dann hier dran befestigt, das Scharnier. Und dann ist das Ding, woran das befestigt wird, und das da ist dann da dran. Ich muss das jetzt nur genauer anpassen. Und der Rahmen ist eigentlich auch schon wieder. Dann kann man das auch auf und zu machen. Das wollen wir auch. Weil da drin kommt auch noch was. Da drin als Deko. Und der wird auch funktionstüchtig, weil das wahrscheinlich irgendwann mal funktionstüchtig war. Ja. Soweit, so gut. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das Scharnier fest. Nehmen wir uns. Mein Plan war jetzt. Ach komm, ist noch nicht lackiert. Und dann können wir noch richtig hinlegen. Machen wir ganz gurkisch jetzt mit Heißkleber. Müssen wir nachher gucken, wie es mit dem Fenster passt. Dann müssen wir das ein bisschen anpassen. Stimmt. Andere Seite im besten Fall auch noch. Am besten noch in die Löcher rein, damit das auch drinnen reinkommt. Da innen drin. Und haftet das auch an der Karosserie fest. So, das war jetzt der erste Schritt. Wir tunken das noch mal ein bisschen hier rein. Umso eher passt dann das Heckfenster später rein. Ja, wir sehen uns, wenn das getrocknet ist. Bis gleich. So, soweit haben wir das hier feste Scharnier an der Karosserie. Und es funktioniert 1A, wie ein Neuwagen. So, dann hätte ich gesagt, machen wir die Motorhaube drauf, oder? Ja. Hört sich schon mal gut an, ja? So. Wo machen wir jetzt eigentlich drauf? Sollen wir hier auf der Motorhaube? Ich mache auf dem Scharnier erstmal. Erstmal auf dem Scharnier, und wenn das scheiße funktioniert, dann machen wir das auf der Heckklappe. So. Machen wir das da oben drauf. Es soll nämlich so ein bisschen Motorhaube soll ausgestellt sein. Ich kann euch mal ein Bild von einem anderen Käfer zeigen, von einem YouTuber, der hat einen schönen Käfer von Marvin Hörner, von RB Garage. Der hat seinen Käfer, von dem die Motorhaube ist auch so ausgestellt, so ähnlich. Nur dass bei ihm natürlich die Motorhaube schöner ist, sind wir alle, ehrlich, selbst ich. Und bestimmt auch selbst der, der die Motorhaube gebaut hat, also mein Freund. Aber es ist eine Lösung und es reicht auch. Aha, das ist doch hier. Ey, ich liebe dieses Ding. Ja. Der Schlüssel zum Erfolg, der hält auch teilweise. Ja, so sieht das Kfz jetzt erstmal aus. Machen wir das mal zu.
Moment mal, gerade, ich mach mal kurz. So. Hier das nicht beachten. Wie gesagt, der wird neu lackiert. So, hier ist das Scharnier. Das wurde jetzt hier dran gemacht. Hier, so, gucken wir mal. Ja, ich habe das einmal aufs Scharnier gemacht, den Heißkleber. Und ich finde, das sieht nicht so schlecht aus. Oh, das hätte man als zum Runterziehen verwenden können. Egal. Ja, und dann wurde jetzt hier wie folgt festgemacht. Einfach so. Ich finde, das ist auch eine Lösung. Irgendwo ist das auch eine Lösung. Ja. Diese Flecken einfach nicht beachten, ne? Wie gesagt, ist nicht wirklich eine echte VW-Heckklappe. Die ist nur, damit das Ding mal eine Motorhaube hat, ne? Ja, wir sehen uns, wenn im nächsten Video, wenn das Ding grundiert wird und mit zwei Farben lackiert wird. Wir sehen uns im nächsten Video oder in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ja, haut rein und tschüss.